Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Und zwar werden wir heute Q1 bis Q4 spachteln. Ich habe hier schon mal ein bisschen Trockner für euch an die Wand montiert und wir gehen Schritt für Schritt durch, welche Qualitätsstufe für was geeignet ist, damit ihr am besten vorbereitet seid. Nach dem Intro geht's weiter. So, das erste vorweg, welche Spachtelmasse ihr verwendet, hängt immer von eurem System bzw. Materialien ab. Deswegen immer euren Fachhändler bzw. Fachmann fragen. So Freunde, wir werden jetzt Q1 spachteln, das heißt wir werden die Schraublöcher und die Fugen verspachteln und in den Fugen wird dann eine sogenannte Binde eingespachtelt, um zukünftige Rissbildung zu vermeiden. Beim Spachteln könnt ihr die aufgetragene Masse auf Null mit etwas Druck abziehen, denn so entstehen weniger Kanten. Und jetzt ran ans Objekt. So, ich trage jetzt erstmal Masse auf. Jetzt werde ich die Binde einlegen in den Fugen. Und dann auch die Schraublöcher verspachtelt. Und das lassen wir jetzt trocknen. Okay Freunde, das ist jetzt trocken und das ist jetzt Q1. Und da wird heutzutage irgendwelche Fliesen draufgebracht oder Wandverkleidungen. Und jetzt geht's auf zu Q2. Bei Q2 werden wir jetzt die gespachtelten Stellen nochmal überspachteln, aber ein wenig mehr ausziehen, um eine ebenere Fläche zu bekommen. Und bevor wir spachteln, einfach noch mal kurz über die Fläche kratzen und schon geht's los. Das lassen wir jetzt wieder trocknen und dann wird geschliffen und dann ist auch Q2 fertig. So, dann schleifen wir das Ding mal. Wenn wir fertig sind mit Schleifen, können wir schon merken hier, dass das jetzt eine schöne glatte Fläche ist. Und darauf können wir jetzt zum Beispiel eine Raufasertapete kleben oder grobe Beschichtungen bzw. Oberputze aufbringen. Aber jetzt geht es direkt weiter und wir machen jetzt Q3. Bei Q3 wird die gesamte Fläche gespachtelt und wieder auf Null abgezogen, um einen noch glatteren Untergrund zu bekommen und auch die Stellen zu spachteln, wo bis jetzt noch keine Spachtelmasse vorhanden ist. Und natürlich wird das danach dann auch wieder geschliffen. Beim Abziehen könnt ihr aber auch einen Schmetterling bzw. Rake nehmen, aber bei der Fläche nehmen wir jetzt einfach nur den Klettkeller. Und das lassen wir wieder mal trocknen. So, und jetzt heißt es wieder schleifen. So, nach dem Schleifen sind wir fertig. Das ist jetzt Q3 und auf Q3 können wir erstmal jeden Putz aufbringen, sowie auch viele verschiedene und dicke und dünne Tapeten aufbringen und natürlich auch die Wand streichen und sehr fein strukturieren. Und jetzt kommt Q4. Bei Q4 werden wir die gesamte Fläche spachteln, aber nicht auf Null abziehen. Nein, wir werden die Spachtelmasse mit der Zahnkelle bearbeiten, um eine gleichmäßige Schichtstärke zu bekommen. Und das wird dann abgezogen mit einem sogenannten Rake, denn so bekommen wir eine perfekte, ebene Oberfläche. Und am Ende wird das dann noch geschliffen und dann haben wir die höchste Klasse erreicht. Thank you.
Und das lassen wir jetzt trocknen. So, dann schleifen wir das mal. So, und das ist jetzt Q4 und hier könnt ihr alles drauf ausführen. Hier könnt ihr alle Tapeten ausführen, alle Techniken. Ganz dünne Beschichtungen bzw. auch Farbanstriche, das ist die höchste Klasse, die es gibt. Das war's, Freunde, das war Q1 bis Q4. Ihr wisst jetzt Bescheid, falls ihr irgendwas nachlesen möchtet, der Link ist in der Beschreibung. Und ansonsten habt ihr irgendwelche Fragen, dann ab damit in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da oder abonniert meinen Kanal. Und ich wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Patrick.